Oh my goodness. Herzlich willkommen hier bei dem Scania Truck Driving Simulator. So, und weil ich gesehen habe, wie gut das letzte ankam, das war ja die Straße des Todes. Schon irgendwie. Nee, eine Straße des Todes. So, und jetzt kümmern wir uns mit der Uferböschung. Ja, und jetzt können wir mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Heilige Scheiße. Ich ahne jetzt schon direkt Schlimmes. Oh my goodness. Oh my goodness. Das macht irgendwie mein Lenkrad immer automatisch. So, die Spiegelmauer weg. Lassen wir mal den Scania durch. So, dann drehen wir mal. Hat dieses Lenkrad sich auf Stein fest umgestellt? Das sieht jetzt hier noch recht easy aus. Aber was man hier in den Spiegel merkt, dass es sieht. Dieser Steiner, der ist sehr gemein. Das sieht ja alles zwar sehr eng aus, ist es aber eigentlich nicht. Und jetzt kommen wir hier so leicht gegen das Auto, das ist auch ein bisschen blöd. Ich muss immer den Hänger beobachten. Ja, ich weiß, schlechten Tag hat man auch einen Hänger in der Hose, das weiß ich doch alles. Also Bot ist keiner in die Kommentare zu schreiben. Aber es mit euren positiven Kommentaren. Also ich muss schon echt sagen, das ist echt eng da. Nein. Was ich sagen wollte ist, wie die Community ist, das eigentlich finde ich sehr nett drauf. Und was auffällt ist, alles was ich mache gefällt euch irgendwie. Also das worauf ich wirklich richtig Bock habe ist, denn ich mache. Den eins habe ich mir für das Let's Play vorgenommen. Ich werde nichts Halbherziges machen. Was war den anderen oder einigen vielleicht traurig macht, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde Sachen, worauf ich keinen Bock habe, also was ich nicht, worauf ich jetzt nicht Lust habe, werde ich auch nicht machen. Dann kommt das mir so halbherzig vor und da ist wieder so eine enge Stelle. Gut, das war ja eigentlich ganz. Ich glaube, da fahre ich die. Ich glaube, das war eine Falle. Ich glaube, es war ein Fehler, hier reinzufahren. Obwohl, das hier geht ja. Puh. So, und jetzt werden wir das versuchen, ohne irgendetwas zu rammen. Ich könnte jetzt zwar das Spiel hier so durchspielen, indem ich
jetzt hier alles nur so durchspiele und sonstiges. Du bist ernsthaft hier an der Leitplanke hängen geblieben. Wie peinlich. Also wir haben hier für nur... Oh, peinlich. Für 100 Punkte bekommen und das müssen wir unbedingt ändern. Ja. Dim, 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 dim. Oh. So, und jetzt muss ich mich an die Stellen dran erinnern, wo ich irgendwas gerammt habe. Und jetzt darf ich hier auch nicht so, so schnell fahren, weil ich mir jetzt denke, ja, Simon, das hast du geschafft, das schaffst du diesmal auch so. Und dann ramme ich irgendwas zu 100%. Aber ich finde, der Motor, der hört sich anders an wie ein Eurotruck. Da nah ranfahren, aber jetzt auch nicht hier so nah ranfahren. So, ich glaube, wir sind jetzt hier ein bisschen näher am Auto dran, deswegen habe ich auch gerade hier so ausgeholt. Immer wieder dieselbe Ecke. Oh, und jetzt wieder hier dieser Zusatzspiegel an, aber den will ich doch gar nicht. Oh Scheiße, jetzt kommt scheiße gleich wieder gegen, oder? Warum tue ich mir das eigentlich an? Damit ihr euch zu Hause ablochen vom PC oder vom Handy, wo ihr jeweils sitzt und sehen könnt, ha, wie fährt der denn? Komm her zu mir, dann kannst du auch mal fahren. Sieht zwar alles, wenn man zuschaut, sieht alles sowas von leicht aus, aber warum habe ich eigentlich... Jetzt weiß ich nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Wenn man es nicht hört, Applaus, jemand. Wisst ihr was, jetzt fahr ich mal geradeaus. Auch wenn das dann wahrscheinlich ich mich nachher wieder total aufregen werde. Wie kannst du nur so inkompetent sein? Oh, ich bin schon in. Oh. Ich fahre hier auf dem Bordstein drauf. Das ist ja nicht so. Das war ja eigentlich nicht so der Plan. Na, ich komme irgendwo gegen, oder? Ich bin nirgendwo gegen gekommen? Puh, das sah sehr eng aus. Ich habe jetzt eigentlich schon jeden Moment damit gerechnet. Na, wann kommt das Tut-Tut? Ich wette, da komme ich doch gegen, oder? Ich bin wieder hier gegen die Leitplanke mit dem Auflieger gekommen, oder? Na, jetzt schon mal 300 Punkte und jetzt schaffen wir die 500. So. Und der Spiegel kommt weg. Das ist mir gerade eben gar nicht aufgefallen.
So, wir sind jetzt schon 9 Minuten am Drehen. Ist aufgefallen, dass die letzte Folge eine totale Unterlänge hatte. Also im Vergleich zu sonstigen Folgen. Wenn ich überlege, Eurotrack ist ja meistens um die 20 Minuten, weil ich keinen Bock habe, da, keine Ahnung, einen 15-Minuten-Teil und einen 5-Minuten-Teil zu machen. Ja, umso ist es ja in gewissen Maßnahmen irgendwas anderes. Aber wie ich wieder diesen Motor zum Heulen bringe, der heult schon. So, Simon, da kommst du nicht gegen. Nein! Fuck. Man muss immer den Spiegel da die Ecke behalten, im Auge behalten. So, jetzt kommt doch hier irgendwo an der Seite die Ecke, wo ich immer gegenkomme. Zum Glück hat dieser LKW viele Spiegel. Das finde ich an diesem Scania wunderbar schön. Hört man das? Entschuldigung, wenn ihr jetzt von mir sehr starke Unterhaltung wollt. Ja, ihr wollt von mir sehr starke Unterhaltung. Aber ich will hier möglichst wenig rammen. Also nehmt es mir nicht böse, aber das hat mir ja schon nicht in der ersten Folge böse genommen, also von daher. So, und jetzt noch den letzten Meter etwas rammen. Das wird mal wieder perfekt zu mir passen. Ja, und jetzt ramme ich wieder hier hinten die Leitplanke. Oh, ich sehe, da ist doch noch ein bisschen Platz. So. Und jetzt muss ich endlich mal schauen, wie ich diese Kurve da perfekt hinkriege. Das kann doch nicht sein, dass ich da hinten jetzt nirgendwo ramme, aber hier gegen die Leitplanke komme. Ja, ich glaube, da habe ich mir. Da könnte ich doch heulen. So, jetzt möchte ich mal gerne die Aufzeichnung. So, jetzt möchte ich mal gerne mal die Aufzeichnung sehen, wo ich da bitte gegenkomme. So. Aber wenn ihr die übrigens sehen wollt, könnt ihr die, kann ich auch gerne hinten einblenden. Warte, jetzt möchte ich mal sehen, wie viel Platz hier noch. Du sollst das wiedergeben! Diese. Ah. Hä? Mann, ich sehe in der Sicht sehr viel.
Wo bin ich da jetzt bitte gegengekommen? Geil, dass hier eine Brücke ist. Ich möchte. So, wir sind also da wieder mal gegen die Ecke gekommen. So, einmal versuche ich es noch. Und ich kann das Spiel mir am Arsch legen. Dieses Spiel bringt einen zum Weißglut. So. Ah, hier ist ja wieder dieser Dreckspiegel an. Den brauche ich nicht. Spiel, schnallt es endlich mal, dass ich diesen Spiegel nicht will. Dass ich den nicht will, dass ich den nicht brauche. Ah, jetzt weiß ich, warum ich hier immer so nah dran gefahren bin. Damit ich hier das Ding nicht nachher ramme. Ich glaube, jetzt habe ich mir wieder selber ins Knie geschossen, gefühlt, oder? Puh, das könnte ein bisschen eng werden. Oder doch nicht. So, ihr werdet, ich werde die Aufnahme gleich in diesem Bild da beenden, denn dann werde ich euch noch ein, Bild machen, damit ihr auch ein vernünftiges Thumbnail habt. Ne, ihr habt euch noch nie über ein Thumbnail beschwert. Oh, da. Ich geb's auf. Schauen wir mal die Spuren. Hier sind ja Spuren drin. Die können uns ja teilweise dann ein bisschen helfen. Wie soll ich hier am besten um diese Kurve kommen? Das ist jetzt hier die Frage. So, wie jetzt klappt's. Aber jetzt komme ich da hinten irgendwo gegen. Ich verzweifle hier noch. Jetzt komme ich hier nicht in der Kurve gegen, sondern ich bin da hinten irgendwo hingekommen. Das gibt's doch wohl nicht. So. Ich sag jetzt mal, das war's jetzt hier. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Dramatische Musik. Hab ich selbst doch für Musik gesagt. Richtig klasse. So, einen Daumen nach oben wäre auch schön, dann könnt ihr mir zeigen, ja Simon, mach mehr hiervon. Ein Abo wäre auch schön,
Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar runterlassen, wie ihr es fandet, wie ihr, ob ihr Verbesserungen habt oder sonstiges. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis demnächst, das war's.